Man muss kein Freund Russlands sein, um in der aktuellen Situation Frieden mit Russland als höchste Priorität für die deutsche Politik zu fordern. Denn Frieden mit Russland ist nicht nur in unserem ureigenen, egoistischen Interesse, es ist auch ein Gebot der Vernunft, denn davon hängt die Zukunft unserer Wirtschaft und das Wohl unserer Kinder und Enkel ab. Als wir, Generalleutnant außer Dienst Manfred Graetz und ich, Ende Januar diesen Jahres unsere Proteste gegen die geplanten Panzerlieferungen von Leopard 2 durch Deutschland an die Ukraine der Öffentlichkeit übergaben, geschah dies aus tiefer Sorge um eine mögliche Ausbreitung des Krieges auf Europa und Deutschland und mit Entrüstung über die immer offensichtlich werdende Absicht, Russland zu zerstören, zu ruinieren und damit alle Wege zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes in Europa und der Welt zu verhindern. Dass dieser Protest dann solch eine Zustimmung und Ausweitung auch international erhielt, hatten wir zuerst nicht erwartet, aber dann doch erhofft. Deshalb freuen wir uns auch sehr, hier und heute viele hoch angesehene und bekannte Persönlichkeiten begrüßen zu können, die unserem Anliegen und unserem Protest neue Impulse verleihen werden. In der großen Gefahr, in der wir uns und die Völker Europas aktuell befinden, haben wir keine Zeit mehr, uns über parteipolitische Differenzen und unterschiedliche gesellschaftspolitische Orientierungen zu streiten. In dieser Situation sollten wir uns auf das konzentrieren, was uns eint. Nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland wird es Frieden in Europa geben. Das ist jetzt ein Gebot der Vernunft. Es ist deshalb notwendig, dass wir laut und deutlich sagen, wo die Ursachen und Gründe für diese Politik des Krieges liegen. Ja, wir stimmen da sogar dem deutschen Kanzler zu. Mit der Pistole an der Stirn oder vor allem mit der Schlinge um den Hals kann es keinen Frieden geben. Nur müssen wir klar benennen, wer den wem die Pistole an die Stirn und die Schlinge um den Hals legt. Nicht Russland hat seine Truppen an den Grenzen der USA und in Europa. Nicht China rüstet militärische Stützpunkte an den Stränden der USA auf, sondern die USA und die NATO stehen mit ihrer militärischen Macht an den Grenzen Russlands, rüsten Taiwan gegen China auf und gefährden somit die Sicherheit Russlands und Chinas. Zusätzlich werden mit immer mehr Sanktionen ein Wirtschafts- und Finanzkrieg gegen Russland und China entfacht. Immer mehr Waffenlieferungen an die Ukraine sowie die Sanktionen gegen Russland schlagen doch nur auf Deutschland und Europa zurück, zerstören damit auch die eigene Wirtschaft. Was soll das Geschwätz von Politikern und sogenannten Experten eingehend der verstärkten Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine, ob wir schon Kriegspartei sind oder nicht? Will man hier ausloten, wie weit man noch gehen kann? Nein, es ist eindeutig, wir sind mittendrin als Kriegspartei und damit ist Deutschland und die Europäische Union mitschuldig an der Vergrößerung der Kriegsgefahr für Europa. Warum sind westliche Regierungen in Europa nicht gewillt, auf Meinungen erfahrener Militärs, der eigenen Militärs, wie die Generale Kujat, Fatt, Schulze-Ronhoff und viele andere zu hören, die sehr wohl analysieren und beurteilen können, wohin solch eine Politik führt? Wehren wir uns dagegen, dass Russland immer mehr zum Feind des deutschen Volkes aufgebaut wird und damit all das zerstört wird, was einmal wichtig war in den freundschaftlichen Beziehungen zu Russland? Wenn Deutschland und Russland wieder friedlich in gut nachbarlicher Zusammenarbeit miteinander leben, wird amerikanische Kriegspolitik in Europa unwirksam. Nur dann wird es Frieden in Europa geben und wird die Kriegsgefahr gebannt sein. Warten wir nicht darauf, dass von den heutigen führenden deutschen Politikern irgendjemand den Willen und den Mut aufbringen wird, sich gegen diese Kriegspolitik zu stellen.
Das Gegenteil ist der Fall, erleben wir jeden Tag. Deshalb dürfen wir nicht mehr schweigen, müssen mit allen friedliebenden Menschen, mit unseren Stimmen und unserem Tun helfen, damit Deutschland rauskommt aus dieser Kriegsspirale und wieder gut nachbarliche Beziehungen mit Russland aufnimmt. Schicken wir von unserer heutigen Podiumsdiskussion neue Impulse zur Verstärkung unserer Proteste. Warten wir nicht ab, bis es wieder zu spät ist. Wieder Frieden in Europa ist nur mit, aber nicht gegen Russland zu erreichen. Keine Waffenlieferungen mehr und sofortige Friedensverhandlungen sind das Gebot der Stunde. Man darf aber an dem Friedenswillen der NATO getrost zweifeln. Wer also einen Haftbefehl erlässt gegen den russischen Präsidenten, war ganz pauschal gesagt, ist ja eigentlich ein politischer Witz. Aber wer sowas unternimmt, der will keinen Frieden, der will auch nicht verhandeln. Und ich glaube, auch das ist in der Ausführung vom Genossen Daum deutlich geworden, das ist ein Beispiel der Doppelmoral, die an sich nicht zu überbieten ist. Liebe Friedensfreunde, trotz dieser angespannten gegenwärtigen internationalen Lage und der damit verbundenen extremen Kriegsgefahr sehe ich trotzdem mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft. Dieser Optimismus speist sich aus der Erkenntnis, dass sich die Welt in einem Veränderungsprozess befindet. Die amerikanische Vorherrschaft, gegründet auf Waffen, Geheimdienst und Dollar, gerät ins Wanken. Staaten des globalen Südens und auch Asiens lassen sich immer weniger instrumentalisieren. Aufgabe einer geschlossenen Friedensbewegung muss es sein, die Hasardeure dieser Welt aufzuhalten und einen großen und wahrscheinlich letzten Krieg zu verhindern. Ich wünsche uns im Friedenskampf viel Erfolg. Das, was wir hier begonnen haben oder fortgesetzt haben, wenn ich an die große Berliner Friedensdemonstration denke, sollten wir gemeinsam versuchen, vor Ort zu organisieren, um die Menschen wach zu machen für das, was sie im Fall der Fälle zu erwarten hätten. Ich glaube, fast fehlen da die Worte. Unsere grünen Politiker und gelben Politiker, die verstehen nicht ansatzweise, welche Folgen ein Krieg in Europa haben könnte. Danke an die beiden Generäle Manfred Graetz und Sebald Daum, ohne deren mutige Briefe diese Veranstaltung vermutlich hätte gar nicht stattfinden können. 1973 hatte ich als junger Hauptmann in meiner Verwendung als NATO-Offizier im Kalten Krieg Einblick in die geplante atomare Gefechtsführung. In der Funktion als Wirkungsberater habe ich auf diesem rötlichen Papier Befehle für den sogenannten Ernstfall verfasst und auf der Rückseite habe ich meine damals geheime Arbeitsplatzbeschreibung abgetippt und aus der Kaserne geschmuggelt. Da ist zu lesen unter anderem als Aufträge Erkunden von ADM-Sperrpunkten, das heißt Atomic Demolition Munition, also Atomsprengköpfe, Erarbeiten von Wirkungsanalysen, Vorbereiten von ADM-Einsätzen. Im sogenannten Verteidigungsfall hätte ich damals einen atomaren Sperrzug führen müssen. Die Atomsprengköpfe hatten dann einen Trupp Amerikaner. Angesichts der Bereitschaft der Vereinigten Staaten, hier in Europa die atomare Verwüstung in Kauf zu nehmen, setzte sich in mir bald die Erkenntnis durch, dass Frieden in Freiheit höchste Priorität haben muss. Er ist die Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben. Freiheit und Wahrhaftigkeit sind Grundvoraussetzungen für den Frieden. Im Krieg gibt es weder Freiheit noch Wahrheit noch Demokratie, sondern auf beiden Seiten nur unvorstellbares Leid. 1989 hoffte ich, dass nun endlich wirklicher Friede in Europa einkehren würde. Doch die Hoffnungen wurden enttäuscht. Russland wurde ausgeplündert und die NATO wurde entgegen den Zusagen beständig nach Osten erweitert, bis hin zum Putsch in der Ukraine. Das erste Opfer des Krieges ist stets die Wahrheit. Das habe ich als Zeuge bewusst miterlebt. Und zwar bei den illegalen Kriegen der USA in Vietnam, Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien. Die Voraussetzungen für eine freie, demokratische Gesellschaft sind heute kaum noch gegeben. Wir dürfen uns nicht wieder wie beispielsweise 1999
im Jugoslawienkrieg geschehen, mittels Lügen in einen Krieg hinein manipulieren lassen. Wie immer standen hinter den üblichen Floskeln von Freiheit und Demokratie handfeste wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Am 21. Juli 2021 verpflichteten sich die USA und Deutschland zur Sicherung der ukrainischen Souveränität und Energiesicherheit. Und darüber hinaus zum Ausbau der Drei-Meeres-Initiative. Hier ist jetzt noch die Adria hinzugekommen. Polen ist nun der geostrategische Anker des US-Flugzeugträgers in Europa. Nachdem die USA 1999 für einen Krieg gegen Jugoslawien kein UN-Mandat bekamen, mandatierten sie seither ihre Kriege selbst. Damit regiert das Faustrecht. Am 27. Oktober 2022 verabschiedete die Biden-Administration die neue nationale Sicherheitsstrategie. An erster Stelle steht die wachsende multidisziplinäre Bedrohung durch China und dessen Herausforderung im indopazifischen Raum, sowie die von Russland ausgehende Herausforderung in Europa. Es folgen Nordkorea und der Iran. In der neuen Nuklearstrategie der USA wird explizit jeder Verzicht auf einen nuklearen Erstschlag ausgeschlossen. Es geht seit einem Jahrhundert vor allem darum, den Reichtum einer Gruppe von Tycoons in der Londoner City und an der Wall Street zu mehren. Ein Blick auf die aktuellen Finanzströme bestätigt das. So scheinen die Finanzeliten in den USA und in Großbritannien wenig Interesse an einer Beilegung des Ukraine-Konfliktes zu haben. Heute möchte uns die gleichen Kreise in einen dritten Weltkrieg führen. Es wäre äußerst tragisch, wenn Thomas Manns Appell an die europäischen Hörer 1953 ungehört verhallen würde. Er hatte im amerikanischen Exil die Neigung der USA erkannt, zitiere, Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es um den Kampf um die Weltherrschaft gilt. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping verabschiedete sich am 22. März, also vor 5 Tagen, in Moskau mit den Worten: Jetzt gibt es Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Wenn wir zusammen sind, treiben wir diese Veränderung voran. Veränderungen in Richtung multipolarer Welt. Hier zusammenführt, ist die gemeinsame Sorge, dass wir uns gegenwärtig in einer Eskalationsspirale zwischen den USA und Russland befinden, die im schlimmsten Fall kurzfristig zu einem nuklearen Weltkrieg führen kann, der in einem darauffolgenden nuklearen Winter alles Leben auf dieser Erde auslöschen könnte. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General Kujat, hat vor kurzem gewarnt, dass wir heute, anders als in der Kuba-Krise, nicht von Politikern regiert werden, die in der Lage wären, die bestehenden Risiken einzuschätzen, klug genug wären, sie abzuwenden und die bereit wären, Kompromisse zu machen. Man kann es auch anders ausdrücken. Wir sind derzeit Kräften ausgeliefert, die jegliche Souveränität abgegeben und mit ihrer Politik die Existenz Deutschlands riskieren. Und zwar sowohl, was die Sicherheitspolitik betrifft,
als auch die Existenz von Deutschland als Industrienation. Das Wichtigste ist jetzt, so schnell wie möglich mit Hilfe aller möglichen Kräfte in der Welt zu einem Waffenstillstand in der Ukraine und zu Friedensverhandlungen zu kommen, die die Interessen der Ukraine und von Russland berücksichtigen. Ihre Hilfe als Vermittler haben angeboten Präsident Xi Jinping mit seinem 12-Punkte-Plan, Präsident Lula von Brasilien mit einem Friedensclub mehrerer Länder des globalen Südens, Präsident Erdogan und sehr wichtig Papst Franziskus. Es ist offensichtlich, dass alle diese Personen nicht beschuldigt werden können, Putin-Versteher zu sein oder die russische Narrative zu wiederholen. Der Krieg in der Ukraine ist eine Tragödie, zu der es nie hätte kommen dürfen. Aber sie war alles andere als unprovoziert. Der damalige US-Botschafter in Moskau, Jack Matlock, ist keineswegs der Einzige, der die Gorbatschow gegebenen Versprechen der USA bezeugt, dass sich die NATO als Gegenleistung für eine friedliche deutsche Wiedervereinigung keinen Inch nach Osten ausweiten würde. Aber parallel zu diesen mündlichen Versprechungen formierten sich damals bereits die Neokons, und zwar in beiden Parteien, also Cheney, Rumsfeld, Hillary Clinton, Victoria Nuland und Biden, und waren sich im Wesentlichen einig, was die Wolfowitz-Doktrin wurde, nämlich die Doktrin für die unipolare Weltordnung basierend auf der angloamerikanischen Sonderbeziehung. Diese Doktrin besagt, dass es niemals erlaubt werden könne, dass irgendein Land die USA wirtschaftlich, politisch oder militärisch überhole. Was weiter folgte, waren die 5 NATO-Ausweitungen und die Anwendung der Instrumente der unipolaren Welt. Farbrevolutionen, Regimewechsel, Interventionskriege, die so lange verabreicht werden sollten, bis überall auf der Welt konforme Regierungen installiert werden, und Francis Fukuyamas Ende der Geschichte, also die Ausbreitung des westlichen Demokratiemodells, überall verwirklicht wäre. Gegen Jelzin war von diesem Standpunkt aus nichts einzuwenden, wohl aber gegen Putin, der sich nicht von der von Obama so bezeichneten Herabqualifizierung von Russland als Regionalmacht abfand und Russland wieder als Weltmacht auf die Tagesordnung setzte. China wurde die Mitgliedschaft in der WTO in der irrigen Annahme erlaubt, dass es das neoliberale Modell übernehmen würde. Viele werden sich an die optimistische Rede Putins 2001 vor dem Deutschen Bundestag erinnern, die er großenteils in der Sprache von, Zitat, Goethe, Schiller und Kant hielt und sein Werben für eine, Zitat, moderne, dauerhafte und standfeste internationale Sicherheitsarchitektur erinnern. Aber nur ein Jahr später kündigten die USA einseitig den ABM-Vertrag auf und signalisierten damit ihre Intention, eine Erstschlagoption in ihrer Militärdoktrin zu verwirklichen. 3 Tage vor der Spezialoperation am 21. Februar 2022 sagte Putin in einer langen Rede: Ich werde jetzt etwas sagen, was ich noch nie öffentlich gemacht habe. Als der aus dem Amt scheidende US-Präsident Bill Clinton Moskau 2000 besuchte, fragte ich ihn, wie Amerika darüber denke, dass Russland in die NATO aufzunehmen. Die Antwort sei sehr zurückhaltend ausgefallen und die wahre Haltung Amerikas habe man kurz darauf in der offenen Unterstützung für Terroristen im Nordkaukasus sehen können. Wir müssen dringend aus dieser geopolitischen Falle herauskommen. Deshalb habe ich seit April letzten Jahres eine neue globale Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur vorgeschlagen, die die Interessen jeder einzelnen Nation der Welt berücksichtigen muss. Die 10 Prinzipien, die ich dafür als Grundlage formuliert habe, zirkulieren in vielen Ländern und Institutionen. Die Schaffung einer solchen neuen Architektur ist auch der einzig sichtbare Weg, wie die systemische Krise des transatlantischen Finanzsystems, die der eigentliche Treiber hinter der Kriegsgefahr ist, überwunden werden kann. Die Nationen des globalen Südens, die bei weitem die globale Mehrheit der Menschheit darstellen, hat sich erfolgreich geweigert, sich in die geopolitische Konfrontation zwischen den USA einerseits und Russland und China andererseits hineinziehen zu lassen. Die beginnende Friedensbewegung in Deutschland muss sich dringend mit dieser globalen Mehrheit verbünden, denn wir haben das gleiche Problem.
Zu dieser Architektur und diesen 10 Prinzipien gehören die absolute Anerkennung der Souveränität, die Überwindung der Armut mit Hilfe eines neuen internationalen Kreditsystems, ein modernes Gesundheitssystem in jedem Land, universelle Bildung für alle, die infrastrukturelle Erschließung und industrielle Entwicklung aller Länder, das Verbot und die technologische Entwertung aller Massenvernichtungswaffen und die Schaffung eines vollkommen neuen Paradigmas in den internationalen Beziehungen. Dieser Vorschlag zirkuliert bereits in wichtigen Kreisen weltweit und ich bitte Sie, die auch in dieser Diskussion aufzunehmen. Wir befinden uns in einem epochalen Umbruch, in dem die blockfreie Bewegung die wichtigste Rolle spielt. Darin liegt auch die Hoffnung für Deutschland. Ich möchte sagen, das Hauptmerkmal dieses Krieges ist die beständige Eskalation, die von beiden Seiten oder von allen Seiten besser gesagt getragen wird. Das Spiel mit der Eskalationsdominanz, ein militärwissenschaftlicher Begriff, ist ein Spiel mit dem Feuer. Frieden in der Ukraine wird es aber nur gemeinsam mit Russland geben und nicht gegen und gleich gar nicht durch einen Sieg über Russland. Insofern stimme ich mit dem Motto, das wir hier heute haben, stoppt dem Krieg prinzipiell durch überparteiliche Kooperation unbedingt zu. Die strategische und die operative Aufklärung für die Ukraine wird ganz offiziell durch die USA und die NATO-Staaten sichergestellt. Das Navstar-System, Flugzeuge der US in der NATO, die AWACS funktionieren, die berühmte Drohne, die ins Schwarze Meer gefallen ist, sind alles völlig bewusste und nicht geheim gehaltene Aktivitäten der NATO. Auf alleine zum Beispiel das neue Militärlazarett in Ramstein. Jetzt fertig geworden, mit 4.500 Betten. Man muss sich das einmal vorstellen. Also nein, da müsste doch jeder erkennen, hier ist doch was gegangen. Wozu brauchen Sie ein Krankenhaus mit derartigen Kapazitäten? So, also wie dem auch sei, ja, und dann die Aufstellung dieses 56. Raketenartillerieverbandes. Also das ist reaktiviert. Das wurde 1980 oder 79 aktiviert, um die Pershing 2 aufzustellen. Jetzt reaktiviert in Wiesbaden, um die Hyperschallraketen aufzustellen, die ja noch ein Vielfaches gefährlicher sind. Und einsatzbereit soll das sein im Juli 2023. So, und da beginnt auch das neue Manöver Defender 23 und so weiter. Also die Zeichen stehen auf Sturm. Das heißt einmal so, sieht alles so aus, dass es mehr oder weniger feste Fronten gibt. Jede Seite spricht davon in der Frühjahrsoffensive. Ich denke mal so, Russland hat ganz klare begrenzte Ziele und wenn sie dieses Ziel erreicht hat, dann wird es auch kein weiteres Vorrück mehr geben, sondern dann geht es darum, um die Befestigung der eingenommenen Gebiete. Und spätestens dann, denke ich, ist die Zeit doch gekommen, um Gespräche zu beginnen. Für mich aber eine Voraussetzung für Gespräche ist, dass, wie gesagt, die Waffenlieferung der Bundesrepublik und der NATO insgesamt beendet werden. Mit Khrushchev und Kennedy hatten sie zwei Leute, die noch am Höhepunkt der Kuba-Krise einen Dialog hatten, also die sich verständigt haben. Das haben wir ja nicht mehr. Der ganze Kontakt ist ja abgebrochen. Das Vertrauen ist vollkommen weg, nicht zuletzt dank Frau Merkel und Präsident Hollande, die gelogen haben, was Minsk anging. Das heißt, wir haben jetzt eine viel, viel schlechtere Situation als zum Höhepunkt der Kuba-Krise. Dass irgendwann auch mal deutsche Politiker zur Einsicht gezwungen werden, ob das mit den gegenwärtigen Politikern möglich ist, ist eine Frage. Es wurde auch heute genannt, es fehlen uns eigentlich Politiker vom Format Ines Brandt, Ines Wehner. Ich glaube, der große Vorteil, wenn man das so formulieren darf, dieser Leute bestand darin, die haben erlebt und die wussten, was Krieg ist. Bei unseren heutigen Politikern, wenn die über den Krieg, ich sag's mal so, schwatzen, was anderes fällt mir da nicht ein, dann habe ich manchmal das Gefühl, Mütterchen, du weißt nicht, worüber du sprichst.
Schauen Sie sich die Politiker an, die sind ja, ich sag mal, die haben ja auch in den USA studiert, sicher nicht zu Ende viele, ja, also ich sag mal, aber haben dort Jahre, manche gelebt, also die sind fixiert, völlig einseitig fixiert und natürlich dann von dieser Politik auch beeinflusst, ja. Leider, so muss ich mal sagen, die Frage, verhandeln mit wem, denn gut, es bleibt auch nichts anderes übrig, als auch mit solchen Politikern, ich sag mal, wie, wenn sie bereit wären, wie Frau Baerbock, mit wem sollen wir sonst, also ich sage mal so Russland verhandeln, ja? Also wenn wir sagen Dialog statt, mit, Dialog ist immer eine mehrseitige Angelegenheit. Also das politische Personal kann ja auch abgewählt werden, also das ist immer noch in der Demokratie die bewährte Methode, wie man Leute eigentlich den Abschiedsbrief gibt, die nicht die Interessen der Bevölkerung repräsentieren. Und das würde ich sagen, gilt für dieses Pressen, also dieses gegenwärtige Team 100%. Also wer hat Frau Baerbock befugt, Russland den Krieg zu erklären? Ich denke, die ist einfach mit einem Job konfrontiert, der ihre Maßen, ihre Möglichkeiten weit überschreitet. Und das ist natürlich sehr, es hat leider Folgen. Also je schneller man diese Frau wegwählt, und wir haben einen Wirtschaftsminister, der erfolgreich unsere Wirtschaft an die Wand fährt, ist ja auch ein guter Grund, die loszuwerden. Und ich denke, je schneller man die abwählt und vielleicht schaffen die es ja auch, ihre eigene Koalition zu detonieren, sieht ja im Augenblick ganz hoffnungsvoll aus. Durch deutsche Waffen ermordet werden. Um das zu vermeiden, fordern wir Frieden schaffen ohne Waffen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Fanatische faschismusnahe Politiker provozieren den Ukraine-Konflikt weiter, indem sie nun auch direkte Angriffswaffen gegen Russland schicken. Soll von deutschem Boden wieder ein Krieg mitgetragen werden? Um das zu vermeiden, fordern wir Frieden schaffen, ohne Waffen. Also erstmal vielen Dank an Stefan. Also,